Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben heute Sonntag und wir werden jetzt mal hier gerade kurz ein Infovideo aufnehmen mit den Sachen, was demnächst alles ansteht. Und wir werden das heute mal so machen, weil wir gewissermaßen Probleme haben, uns gegenseitig ausreden zu lassen. Der den Ball in der Hand hat, der darf dann auch reden. Ja, hallo. ja, schön, dass ich den Sprechball in der Hand habe. Das freut mich sehr, nicht Spaß. Nee, wir wollen einfach mal so ein kurzes Video machen, wie schon gesagt, was jetzt als nächstes ansteht. Und das nächste Projekt, das anstehen wird, ist welches, Pascal? Das nächste Projekt ist auf jeden Fall Splinter Cell Conviction, damit die Leute auch sehen, weil wir spielen es nämlich am PC und nicht auf der Playstation, damit sie auch sehen und die Leute, die zuschauen, aufgefordert werden. Sehen, dass wir auch die Spiele kaufen und nicht illegal herunterladen. Splinter Cell Conviction, ein geiles Game. Wie alt ist es genau, das weiß ich nicht. Aber was wir wissen ist... 2010. Ach man. Ist auf jeden Fall, dass das Neue rauskommt. Und das heißt wie? Das neue Splinter Cell? Ja. Blacklist. Genau, kommt Ende des Jahres raus. Drum spielen wir jetzt schon mal hier den Vorgänger, um euch schon mal ein bisschen heiß zu machen. Und uns selbst natürlich auch. Richtig. Hey, du hast den Ball nicht. Okay. Also jetzt hier nochmal. Und uns selbst natürlich auch. So, jetzt können wir wieder befreit reden und uns gegenseitig unterbrechen. Nee, ich mach jetzt nicht mehr mit. Okay, ja, also wir haben das Spiel bereits schon aufgenommen. Die Videos werden die nächsten Tage hochkommen und wir werden auch so eine Splinty Boy Woche machen. Ich sag immer Splinty Boy, das heißt Splinter Cell. Da wird dann jeden Tag ein Splinter Cell Video rausgehauen. Und ja, wir haben viel Spaß beim Spielen gehabt. Oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Sehr interessantes Projekt. Ist auch noch nicht ganz fertig, also wir nehmen noch ein paar Dinge auf. Yep. Und das wird dann, ja, ich denke mal, morgen direkt starten, ja, oder? Warum nicht? Warum nicht? Schauen ich muss mal, dir auch nochmal sagen, dein T-Shirt ist cool. Dankeschön, hier. Ja. Ja, das war die Sache zu Splinter Cell. Dann habe ich noch eine kurze Frage, weil wir wissen ja, bald kommt der Sommer und wir haben uns jetzt die Spiele bestellt. Splinter Cell Blacklist, GTA 5, was wir aber wahrscheinlich nicht Let's Playen werden. Und Assassin's Creed Black Flag. Und um mal über den Sommer, falls er denn noch kommt, zu kommen, haben wir uns noch ein Spiel geleistet. Metro Last Light. Ja, wir haben es uns mal ganz kurz angeschaut und wollten uns einfach mal euch fragen, wie sieht's denn aus? Hättet ihr Lust auf ein Let's Play von Metro Last Light oder hättet ihr keinen Bock darauf? Hat das schon jemand Let's Played, den ihr ganz cool fandet? Und ich spreche jetzt auch gar keinen an. Nee, überhaupt nicht. Ja, Assassin's Creed und Blacklist, also Splinter Cell Blacklist und Assassin's Creed Black Flag, beide irgendwie Black, keine Ahnung. Ja. Freue ich mich schon sehr drauf, aber die kommen erst gegen August und September raus. Ich glaube, Splinter Cell kommt vorher. Also dauert noch ein bisschen. Aber dauert noch sehr lange. Ja, was gibt's denn noch zu sagen? Ja, was gibt's noch zu sagen? Die zwei werden wir auf jeden Fall spielen, ist ja klar, und auch euch zeigen. Ja, wie gesagt, Metro könnt ihr entscheiden, wenn ihr drauf Bock habt, wenn ein paar sagen, jawohl, ja. Dann machen wir das, wenn nicht, dann nicht. Als nächstes kommt auch ein Minecraft-Let's Play raus. Allerdings erstmal nur zwei Parts habe ich aufgenommen. Ich habe da in Facebook eine kleine Umfrage gemacht. Da haben ja auch bestimmt 1000 Leute einen Daumen hoch gegeben. Es waren nicht viele, aber es waren wenigstens ein paar. Und dann habe ich mir gedacht, gut, nimmst du mal zwei Parts auf, schaust, wie es ankommt. Ja, vielleicht kommt es ja gut an. Genau, also wenn ihr wollt, dann schaut es euch mal hier an. Ich mach's mal so hier, so ganz professionell. Hier kommt dann der Link hin in die Playlist. Genau. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, dann nicht. Also wie gesagt, zwei Parts kommen und wenn es Anklang findet, dann noch mehr. Genau. So. Was als nächstes ansteht, was die meisten wahrscheinlich nicht wissen werden. Wir sind nicht nur zockersüchtige, fernsehsüchtige, seriensüchtige, filmbehinderte Menschen. Wir sind auch musikalisch unterwegs. Wir werden zwei Sachen bringen. Also als erstes, ich bin ja vor den Let's Play-Scheiß und so, bin ich ja nur... Hauptberuflich sozusagen. Hauptberuflich, ich habe ja meine Million damit verdient, genau. War ein Witz. Ich habe ja nur Musik gemacht und deshalb, ich werde auf jeden Fall im Sommer, wenn das Wetter endlich mal gut wird und wir bereit für den Videodreh sind, wird da ein Lied von mir persönlich kommen. Aber wir werden noch ein parallel dazu zweites Lied bringen. Wollen wir den Titel schon verraten? Ah, nee, oder? Nee, aber wird ein lustiges Lied, also... Die Schiene, die ich alleine fahre, ist schon ein Tick ernster. Die wir dann wieder aber zusammen musikalisch fahren, die ist dann einfach nur krank, behindert. Richtig. Lustig, aber geil. Auch musikalisch und qualitätsmäßig sehr hoch. Wird ein verdammt lustiges Video, beide werden geil. Und das ist, was musikalisch erstmal zu verkünden ist.
die beiden Videos werden, schätze ich mal, gegen Juli oder Juni, eher Ende Juni, Anfang Juli kommen. Genau. Und ja, das ist erstmal zur musikalischen Schiene, oder hast du da noch was? Nee, eigentlich, also Musik ist ja eher so dein Gebiet, ne? Wissen wir ja. Wir können ja eigentlich auch mal ein Video so hier wieder so, ne? So zwischen uns platzieren. Genau da. Richtig, ja. Dann könnt ihr euch mal das letzte Video von dir anschauen. Ja, warum denn nicht Schleichwerbung? Genau. Ja, was gibt's noch zu sagen, Leute? Wie wär's denn mal mit einem Let's Read? Ein Let's Read? Warum nicht, ne? Hast du ja ein paar Bücher? Soll ich mal hier gerade eins vorholen? Ja, hol mal eins vor, welches willst du? Ich mach's gerade. Das in der Mitte. Das in der Mitte? Ja. Normal. Also hier, ne? Kannst du schön präsentieren. Ah! Er ist wieder da! Deutschland! Ach, schön, ne? Also hier, nicht ne? Spaß, ey. Also hier, ne? Ich komme da dran, Lichtschalter, ey. Scheiße. Nicht Spaß, Leute. Also ich lese echt selten. Hab mir jetzt aber mal, wir waren im Messenger gewesen und ganz zufällig auf der Bestsellerliste Nummer 1 war dieses Buch hier, wo man auch so schön den Seitenscheid hier sieht. er ist wieder da. Damit ist natürlich Adolf Hitler gemeint. Geht darum, dass der Typ, also der ehemalige Führer der deutschen Jugend, 2011 einfach wieder aufgewacht ist und dann passieren ziemlich komische Dinge. Und ja, wenn ihr Lust drauf habt, dass wir euch mal daraus was vorlesen. Wäre mal was Neues, eigentlich eine Idee. Ja, einfach mal so Bücher vorlesen, ja, warum nicht, ne? Ja, dann kannst du mir auch mal gerade das andere weiße Buch geben. Yep. Kommt ihr gerade zum nächsten? Ja, bitte. An alle Fußballfans, das verstecken wir gerade mal. An alle Fußballfans haben wir hier noch ein Buch. Ronaldo, die Geschichte eines Besessenen. Wenn ihr darauf Lust habt, dass wir euch daraus was vorlesen. Handelt über den Portugiesischen. Nochmal. Ja, über Cristiano Ronaldo. Über die komplette Geschichte, also es ist eine Biografie. Und ja, wenn ihr mal Lust auf sowas habt, dann können wir euch da auch gerne was vorlesen. Wie so ein kleines Hörbuch machen. Richtig. Über die beiden Bücher erstmal. Und ansonsten, wie wäre es mal mit einem Let's Film schauen und zeigen einfach nur einen Film. Nee, Spaß. Ist nee, wir zeigen uns, wie wir einen Film schauen, zeigen aber nicht den Film. Genau. Nee, also wie gesagt, das ist jetzt schon ernst gemeint mit dem Vorlesen. Also wenn ihr da echt Bock drauf habt, dann machen wir es natürlich gerne. Und ja. Genau. Was gibt's denn noch? Eigentlich nicht so weit, oder? Also, jetzt mal. Ja, für auch nochmal hier für die Fußballfans. Es steht ja jetzt, ich glaube, im Juni geht das los, der Confederations Cup an. Wo Spanien als Weltmeister da sein wird, Italien als Finalist der EM, weil Spanien ist ja Europameister geworden. Kann Spanien und Spanien gegeneinander spielen. Die werden dabei sein: Brasilien, Argentinien, glaube ich. Die ganzen Länder, das ist so eine Vorbereitung für die WM sozusagen, die ja 2014 stattfindet. Da werden wir euch auch nochmal ein paar wenige Infos geben. Ja, und ansonsten war es das erstmal, würde ich sagen, für heute. Genau. Es steht ja auch genug an und ja, wie gesagt, also die Frage an euch nochmal. Wenn ihr Lust habt auf dieses Spiel hier, auf dieses Let's Play, müsst ihr es nur sagen oder ja, ruft uns doch einfach an. Nee, Spaß. Schreibt uns eine Nachricht oder Kommentare oder gebt uns einen Daumen Kommentare, hoch. Damit alles schön, genau. Genau, ansonsten, falls ihr Lust auf ein Let's Read habt, hier nochmal hier ganz kurz zum Zeigen hier. Cristiano Ronaldo, die Geschichte eines Besessenen, jawohl, stimmt sogar. Und er ist wieder da, der Führer der deutschen Jugend. Wenn ihr darauf Lust habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben oder ja, oder auch in Facebook oder uns eine Nachricht schreiben. Aber am besten sind eigentlich immer Kommentare. Ja. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen erholsamen Schlaf und ein schönes Wochenende und ja. Richtig. Ja. Hast du noch irgendwas? Nee, also wie gesagt, falls ihr auch irgendwie Vorschläge habt für ein Let's Play von irgendwelchen Spielen, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben oder uns irgendwie eine Nachricht schreiben oder sonst was. Genau, wir werden uns das Spiel dann zulegen, falls wir es noch nicht haben. Genau. Und dann werden wir das Ganze auch für euch natürlich Let's Playen, was aber sein wird, wenn wir das kaufen müssen. Dann wünschen wir uns von jedem Zuschauer, der geschrieben hat, kauft euch dieses Spiel, eine Spende von 1 Euro. Ja. Nee, Spaß, ist natürlich Quatsch. Nee. Also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wir sind gerne für euch da, um sie zu erfüllen. Ja, und dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Genau. Jo, grüß dich, servus. Richtig. Das muss ich aufmachen. Ja, muss ich aufmachen. Ach, geil. Ach, geil. Tschüss.